Fünf starke Aktien aus dem deutschen Leitindex DAX. Das ist mein Thema heute bei Hankes 5 hier bei Wirtschaft TV. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich W. Hanke und ich bin der Chefredakteur von Börsianer.info. Was meine ich mit starken Aktien? Mit starken Aktien meine ich Aktien, die im Aufwärtstrend sich befinden, die eine relative Stärke besitzen. Die relative Stärke ist eine Kennzahl, die Robert Levy entdeckt hat. Robert Levy verglich einen Aktienkurs mit einem Durchschnittskurs der Aktie. Diesen Durchschnittskurs hat er auf einen Zeitraum begrenzt von 6 Monaten, 26 Wochen. Notiert eine Aktie deutlich über diesem Durchschnittskurs, so könnte sie interessant sein. Allerdings sollte man auch nicht auf den fahrenden Zug aufspringen. Das heißt, so eine Aktie muss auch fundamental immer noch günstig bewertet sein, obwohl sie im Aufwärtstrend ist. Im DAX findet man nach der jüngsten Korrektur noch 9 Titel, die über ihrem Durchschnittskurs der letzten 6 Monate notieren. Davon sind wiederum 5, die ich hier vorstellen will, die besonders attraktiv sind oder deutlich darüber sind, eine besonders hohe relative Stärke haben. Da ist zum einen Adidas zu nennen. Adidas hat gerade Furore gemacht, weil sie praktisch den Vorstandschef von Henkel sich ergaunert haben. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Adidas so gute Aussichtschancen hat, sondern der Umsatz und der Gewinn sollen auch deutlich steigen. Das Geschäft in China läuft sehr gut, man glaubt es kaum. Und dann steht da auch noch die Fußball-EM in Frankreich vor der Tür. Der zweite Kandidat, den ich hier vorstellen will, ist die Lufthansa. Die Lufthansa hat die Streiks 2015 hinter sich gebracht und ist jetzt in der schönen Situation, vom niedrigen Ölpreis, vom niedrigen Kerosinpreis zu profitieren. 800 Millionen Euro will man hier allein dieses Jahr sparen. Dazu kommt, dass der Konzern mit steigenden Gewinnen und steigendem Umsatz rechnet. Etwas für die Watchlist sind meine nächsten beiden Kandidaten. Zum einen SAP. SAP hat ganz gute Zahlen gemeldet, ist allerdings aktuell bewertet mit einem Kursumsatzverhältnis von 4,3. Der 10-jährige Durchschnitt liegt bei 4,2. Daran sieht man, es ist also eher schon fair bewertet als ein Schnäppchen, die SAP-Aktie. Und der Konzernumbau läuft soweit ganz gut, auch die Cloud-Geschäfte. Das Ablegen der Software in die Cloud, in die Wolke, läuft auch gut. Ich würde die Aktie dennoch nicht kaufen, sondern eher auf Beobachten setzen. Das gleiche gilt für Fresenius Medical Care. Der Dialysespezialist steigert seinen Gewinn und seinen Umsatz voraussichtlich um 5-7%. Erwartet für das Jahr 2016 ein schwächeres Wachstum, also auch eher lieber ein Kandidat zum Beobachten. Der fünfte Kandidat ist Infineon. Infineon ist für mich ein Verkauf, allein deshalb, weil die Eigenkapitalrentabilität sehr gering ist bei 11,9%. Und dazu kommt natürlich, dass die Aktie auch nicht wirklich ein Schnäppchen ist. Es gibt hier bessere Kandidaten. Das waren Hankes 5 für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr Ulrich W. Hanke.